Enderal Special Edition, es geht weiter. In den letzten beiden Folgen haben mich die Mitglieder der Alata-Mafia gejagt. Und die wollten einfach nicht locker lassen. Die haben sogar ihren Stärksten nach mir geschickt, den kriechenden Salamander. Wir wissen, wer das ist. Schaut euch die beiden letzten Folgen an. Ansonsten, wenn es ein weiteres Buch aus der Reihe Die Mythen und Legenden geschrieben wird, dann weiß ich schon, über welche Kreatur es handeln wird. Ansonsten, was gerade so ein bisschen schief gelaufen ist, ich wollte das mit den Ralatas nochmal klären und bin in deren Tempel gelaufen. Ich habe mit dem Seher geredet, es ist so, im Tempel greifen sie mich nicht an. Aber der Seher hatte keine Option, um diese Angelegenheit zu klären. Das heißt, ich und die Ralata-Mafia bleiben wahrscheinlich für immer Feinde. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, ich habe ausprobiert, was passiert, wenn man einem Ralaim im Tempel etwas antut. Ist nichts Gutes, ich habe es ausprobiert. So. Und jetzt geht es weiter mit der Hauptquest. Kalia vor dem Emporium treffen. Kalia. Saira, schön dich zu sehen. Und, bist du bereit? Der Großmeister meinte, heute Abend sollte Sharim etwas vorzuweisen haben. Die folgende Entscheidung leitet Ereignisse ein, die zum Ende des Spiels führen. Falls ihr noch etwas in der Spielwelt zu erledigen habt, so solltet ihr dies davor tun. Gib mir noch ein wenig Zeit. Ich muss noch etwas erledigen. Gut. Offen gestanden ist mir das auch ganz recht. Ich habe ein seltsames Gefühl bei all dem. Dann warte mal, Kalia. Ich schaue mal, was kann man denn noch so machen hier? Kopfgeld abgeben, die Kopfgeldaufträge, die bringen nichts. Spross Gustav habe ich übrigens auch gerade noch ein paar Sachen verkauft. Das ist auch eine Quest, die nie zu Ende geht. Verlorenen Fragmente werde ich nie alle finden. Mythischen Kreaturen, wie gesagt, da habe ich nicht mal alle Bücher gefunden. Keine Ahnung, wo ich nach denen suchen soll. Ein weiterer Kopfgeldauftrag, der ist egal. Ein Talisman basteln an einem Phasmalistentisch, das wird wohl auch nicht klappen. Alle sehen auf Enderal. Warum wird das nicht klappen? Ich war gerade an einem Phasmalistentisch. Mir fehlt ein Langbogen. Ich weiß nicht, wo ich einen verdammten Langbogen nehme. Die Händler verkaufen keine Langbögen. Es gibt Jagdlangbögen, aber keine normalen Langbögen. Und ich brauche Langbogen. Das habe ich oft genug gesagt. Die verschollenen Novizen. Das ist auch so. Wo soll ich die suchen? In Ark finden und überzeugen, in den Tempel zurückzukehren. Alle Bände des Schlechters, das klappt auch nicht. Wissen, ja gut, hier habe ich die Hälfte gefunden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt noch arg durchsuche nach dieser verschollenen Novize. Also das, was mir jetzt wirklich fehlt, ist die Novizin, die verschollene Novizin und zwei mythische Kreaturen. Wenn man den Salamander, den kriechenden Salamander mitzählt, dann drei. Aber der zählt noch nicht dazu. Über den wurde noch kein Buch geschrieben. Wisst ihr was? Ich mache einfach weiter. Ich bin bereit. Gehen wir ins Emporium. Na schön. Dann lass uns noch bis Einbruch der Dunkelheit warten. Dann ist es nun mal so. Er wird uns sicher gleich zu sich rufen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, das Spiel hat mich zwar gewarnt, na dann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, nachdem ich die Hauptquest durch habe, also die Hauptquest-Reihe, dass ich dann nicht mehr weitermachen kann mit den mythischen Kreaturen. Also mindestens das muss sein. Ansonsten ist es schade, ansonsten ist es ein bisschen unüberlegt gemacht, finde ich. Man kennt ja aus Spielen wie eben Skyrim, dass da ist es egal, ob du die Hauptquest-Reihe durch hast oder nicht. Du kannst trotzdem alles andere immer noch machen. Von daher, naja. Hier Yuslan, der uns am Ende doch nicht verraten hat. Prophet, es gibt gute Nachrichten. Die Erzmagister haben die Karte der Sternlinge entziffern können. Und wir wissen jetzt, wo die Stadt der 1000 Fluten ist. Aha. Und wo? Das wollte uns Sharim gerade erklären. Wir haben noch auf euch gewartet. Sharim? Natürlich.
Scheinen. Ihr wisst ja bereits, dass Vin zu Zeiten der Pyrrhäe ein einziges verbundenes Land war, das erst in unserer Ära durch den Sternenfall nach Asatorons Wahn geteilt wurde. Dieses Land hieß Pangora, und die Pyrrhäer beherrschten es von dem Fleck, den Endlich wir heute als Kiel kennen, bis hierher nach Enderal. Kurz gesagt, es war ein Weltreich. Bislang dachten wir immer, dass sich die Stadt der Tausend Fluten irgendwo im Zentrum Pangoras befand. Wir lagen falsch. Die geheiligte Stadt liegt hier, in Enderal. Hier? Hier, unter unseren Füßen, um genau zu sein. Unter Ark? Ja. Unter Ark? Okay. Wir wissen nicht, ob es Zufall war, dass die ersten Pioniere ausgerechnet hier das Fundament gelegt haben, aber den Königsberg hat es schon damals gegeben. Und genau hier stand einst die Hauptstadt der Pyrrhäer. Nur, dass sie jetzt verschüttet ist. Daher auch all die pyrrhäischen Ruinen in der Unterstadt. Aha. Aber wenn das stimmt, wie kann es sein, dass sie all die Jahrhunderte über unentdeckt geblieben ist? Es gab doch Expeditionen in die Unterstadt. Und wie sollen wir dort hinabkommen? Wenn die Stadt verschüttet ist, würde sie freizulegen Jahrzehnte dauern. Okay, also erstmal das. Kaum. Archäologie war nie eine große Priorität des Ordens. Und selbst wenn ein Geldgeber die Mittel für eine solche Expedition hätte stellen wollen, hätten ihn die Gefahren der Unterstadt abgeschreckt. Die Ralata spielt nach ihren eigenen Regeln. Oh ja, das habe ich erfahren. Was zählt, am eigenen Leib erlebt. Dass die Stadt der Tausend Fluten unmittelbar unter unseren Füßen liegt. Okay, wie sollen wir dort hinabkommen? Stimmt, aber es könnte einen anderen Weg geben. Kennt ihr diese Sage vom Schwarzen Wächter? Die Unterstädter glauben, dass es eine Art Dämon ist, der tief unter Ark haust. Ich denke, diese Schreie, die man von Zeit zu Zeit hört, sind die Klänge unterirdischer Flüsse und Wasserfälle, die durch Schächte und Gänge nach oben dringen. Mhm. Und wo viele Schächte sind? Ist viel Luft. Dann reichen die natürlichen Höhlen vielleicht noch viel tiefer als in die Unterstadt. In die Stadt der Tausend Fluten hinein. Oder das, was von ihr übrig ist. Alles, was wir tun müssen, ist einen brüchigen Punkt in der Wand finden. Mit etwas Glück kommen wir geradewegs in einen Schacht, der uns zum Herzen der Stadt führen kann. Dann brechen wir unverzüglich auf. Mit einer Armee dort unten anzurücken, macht keinen Sinn. Ich werde selbst hinabsteigen, mit dem Propheten. Und ihr, Scharim und Hüterin Sakharesh, begleitet uns. Prophet, sprecht mit dem Erzmagister und lasst euch von ihm das Wort der Toten und die Kristallkapsel für den Numinos geben. Er ist am Leuchtfeuer. Gut. Sollten wir nicht etwas mehr Zeit in Planung investieren? Rüstet euch aus. Wir treffen uns am Tor zur Unterstadt. Gut, gut, gut. Oh. Also, dann machen wir das. Ach, mit Kali ins Emporium gehen? Wie? Kali? Das Zentrum des Pyrrhäischen Weltreichs direkt unter unseren Füßen. Unglaublich. Ah, ich soll mit dem Erzmagier sprechen. Ich erwarte dich dann vor der Unterstadt. Machen wir, machen wir. Ich hoffe, in der Unterstadt greifen mich nicht schon wieder diese Ralata-Spinner an. So, na? Da oben wartet er. Der hier betet. Novizin? Oh, ihr seid doch... Ach, egal. Wie kann ich euch helfen? Na, wo ist euer Boss? Ich suche den Erzmagier, er sollte eigentlich hier sein. Stimmt, war er auch. Aber er ist schnell etwas holen gegangen. Wartet doch einfach so lange hier. Ich muss sagen, dass es eine große Ehre ist, euch endlich von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können. Anfangs dachte ich, die Erhebung eines Fremdländers zum Hüter sei eine Sünde. Aber jetzt? Ach, ich danke Malphas oder wer auch immer euch geschickt hat, dass er es getan hat. Wir sind euch eine Menge schuldig. Wirklich. Da ist doch was faul, oder? Ich tue, was ich kann. Und bescheiden seid ihr auch noch. Sagt, darf ich euch etwas fragen? Alles, was du willst. Das Leuchtfeuer... Meint ihr wirklich, es wird funktionieren? Ich meine, ich bin nur eine Novizin. Aber wenn es die Hohen wirklich verbannen kann, wieso haben die Pyrrhäer sich dann damit nicht retten können? Ich verstehe das einfach nicht. Da seid ihr nicht allein, aber wir haben nicht gerade viele andere Optionen.
Und es wird funktionieren, glaubt mir. Wisst ihr, ich habe vor kurzem jemanden verloren. Es waren die Nerimesen, unter dem Befehl dieses Schlechters Koarek. Meine Familie hatte einen kleinen Hof an der Küste. Und als die ersten Schiffe gelandet sind, bin ich zu ihnen geritten, um sie in die Stadt zu bringen. In Sicherheit eben. Was ist passiert? Verzeiht mir, das ist nicht einfach. Unser Haus liegt auf einer kleinen Klippe nahe der Bauernküste, ein paar Meilen hinter dem Kornhof. Ich hatte schon von Anfang an so ein seltsames Gefühl im Magen. Aber als ich dann diese Rauchsäule aus der Ferne gesehen habe und diesen Geruch... Einen Geruch? Ja. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Er war einfach überall. Ich bin schneller und schneller geritten. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass das Haus brannte und gleich daneben auf dem Hügel drei brennende Kreuze standen. Meine Mutter, mein Vater und meine kleine Schwester, sie. Sie lebten noch, wisst ihr? Und ich stand da und ich konnte nichts tun, versteht ihr? Nichts! Und es ist egal, wie ich es drehe und wende. Es läuft auf eines hinaus. Ich war einfach zu schwach. Ich war zu spät. Und ich war zu schwach. Euch wäre das nicht passiert, nicht wahr? Ihr hättet etwas tun können, oder? Ihr hättet sie retten können, so wie ihr uns retten werdet. Wenn ich doch einfach nur mehr wie ihr wäre, dann... Euer Fleisch. Ja, das ist es. Ich brauche einfach nur ein Stück von eurem Fleisch. Dann würde so etwas nie wieder passieren. Okay, jetzt wird's langsam... Ist es jetzt eine Art Vision schon wieder? Ist es einer der Hohen schon wieder, der sich in eine Frau verwandelt hat oder so? Bleibt, wo ihr seid. Aber wieso? Ist das denn so schwer zu verstehen? Ich will ja nicht viel, nur ein kleines bisschen. Okay. Aber ihr wollt nicht teilen. Die Augen werden das rot. Das ist es doch, oder? Ihr wollt alles für euch, weil ihr eitel seid. Und in all eurer verdammten Eitelkeit kapiert ihr nicht einmal, wie aussichtslos diese ganze Sache doch eigentlich ist. Das Leuchtfeuer wird nicht brennen. Seht ihr es denn nicht? Tausende haben es vor euch versucht. Tausende, die genauso vermessen waren wie ihr und alle sind gescheitert. Wie hieß es so schön? Lasst euch doch einfach fallen! Was? Wo ist der Erzmagier? Das Licht wird euch ohnehin verbrennen. Es wird euch verschlingen, bis nichts mehr von euch übrig ist. Nichts mehr als verbrannt. Kanist. Wer? Schön knusprig und braun. Damit kennt ihr euch doch aus, oder etwa nicht? Prophet! Wow, was soll ich denn tun? Was kann ich tun? Wir müssen sie aufhalten, schnell! Wer greift mich denn an? What the? Oh, ich. Also, bis ich es gecheckt habe, was da gerade passiert, es tut mir leid. Also, ich glaube, ich bin weg. Das wird mir, glaube ich, jetzt nicht helfen. Euer Schutz? Ich versuch's nochmal. Also, ich war jetzt einfach überfordert. Oh Gott, ich hoffe, ich müsste dieses Gespräch nicht nochmal durchführen. Okay, alle. Oh Mann, ey. So, sehr gut. Ja, Moment. Oh nee. Schattenzüngel, Sternlingsattrappe. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Uiuiui, der hält aber was aus. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Verstehe ich nicht. Vor allem, ich weiß nicht, wer ist denn jetzt mein Feind und wer ist mein Freund? Du bist mein Feind? Okay, alles klar. Dann stirb. So, wer noch? Du? Ich weiß es nicht. Oder der da?
Ach so, nee, der da, das ist doch der Erzmagier, oh Mann. Ich hab fast den Erzmagier umgebracht. So, Mana-Trank. So. Nee, das klappt nicht. Also ich kann wirklich keinen Helfer rufen. Was ist überhaupt meine Aufgabe? Die besessenen Hüter besiegen. Okay, es sind also alle Hüter. Oh ja, ernst, Alter? Du auch? Okay. Ach, der da auch, oder was? Beim Namen der Sonne. Nee, anscheinend nicht. Sie waren besessen? Aber wie ist das möglich? Ich dachte, der Siegelstein beschützt uns. Scheinbar nicht. Ey, Mann! Rede mit mir doch nicht, während der Kampf noch los ist. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht wegrennen. Was ist denn... Was passiert hier? Sind jetzt wirklich alle Hüter gegen mich? Oh Mann. Ist eigentlich immer noch alles richtig oder läuft hier gerade irgendwas schief? Ich habe doch die besessenen Hüter jetzt besiegt. Ich glaube, ich habe einfach nur den falschen Hüter angegriffen oder so. Also, der Versuch 4500, irgendwas läuft hier schief, alle Hüter, einfach alle, greifen mich an, schaut euch das an. Was ist denn das? Das ist doch nicht okay, oder? Was zum... Ich weiß schon gar nicht mehr, ob das ein Bug ist oder ob das richtig ist. Schaut euch, wie viele Hüter da sind. Oh, wow. Lass mich. So, Feuer. Okay, ich weiß es nicht. Also ich hatte hier irgendwo Schutzringe. Feuer, Frostresistenz, Blitzresistenz. Ja, na gut, wenigstens Frostresistenz nehmen wir. Ah, Mann, ey. So, und ansonsten hier die Sterlingsattrappe vielleicht mal zur Ablenkung. Hier. Wo ist sie? Ja, ja, warte mal, ich kann das nicht sehen, denn ich werde hier angegriffen ständig. Oh nee, 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 das ist der falsche. Hier, wieso laufen alle an denen vorbei? Hier, die beiden laufen an denen vorbei, die mich da angreifen. Ich verstehe es nicht. Ja, Leute, ich kann jetzt nicht darauf achten, was hier da labert. Ich nehme mal meinen vergifteten Bogen. So, Bogen. Die Hohen haben es irgendwie geschafft, diese Hüte haben sie, haben sie. Denn sie wollten das Aua! Okay, ich trinke mal wirklich noch einen Schutztrank. Ich weiß nicht, ist es ein Bug, was hier passiert? Oder ist es richtig? Tausend Magier. Alle schießen auf mich. What the fuck? Aua! Aber der Stein, das ist... Großmeister, ich möchte das sehen. Oh, jetzt... Stirb endlich, Mann. So. Jetzt du. Die Trochesse war das. Jetzt kommt da noch einer. Leute, genau, redet einfach da in vollständiger Ruhe miteinander. Beachtet mich gar nicht. Beachtet mich gar nicht. Es ist alles gut. Ich bin hier nicht gerade im Kampf um mein Leben. Bin ich nicht. So, haben wir es jetzt bald. Ja, ja. Leine, hast du... Oh, jetzt hat er mich auch noch getroffen. Hier, nimm mal eine Stellungsattrappe. Ah, Schattenzungenöl. So, was?
Ein Verhör des irgendwelchen Verräters soll ich beiwohnen? Ja, kann ich gerade nicht. Leute, da hinter euch ist ein Typ, der uns angreift, Mann. Ist der jetzt tot? Ich zweifle, dass sie sich auf einen Kampf einlassen würden, den sie auch verlieren könnten. Gut gemacht. Ey, Leute, was passiert hier? Das ist doch ein Bug, oder? Die haben jetzt die ganze Zeit irgendwas geredet. Was ist das? So, dem Verhör der Verräterin beiwohnen. Ich gehe jetzt dem Verhör der Verräterin beiwohnen. Kämpft jetzt. Ja, genau. Wie soll ich denn beiwohnen, wenn die hier mich schlagen werden? Leute, ey. Bitte entbug dich jetzt. Spiel, bitte. Ach, der ist auch noch unsterblich. Toll, toll. Sie hat mit Kurek Kontakt aufgenommen und ein Gespräch gefordert und... Ganz ruhig. Beachte uns gar nicht. Alles ist gut. Wir müssen sie ins Lazarett bringen. Das werden wir. Ich esse mal was. Hey, Leute. Ist denn das? Ich hatte heute doch sowieso schon so einen langen Tag. Leute. Kannst du nicht normal werden? Oh mein Gott. Dieser scheiß Hüter. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Guck mal, wo ist der denn schon wieder? Also so langsam überlege ich mir, ob ich das überhaupt hochladen werde, diesen Gulasch, der hier passiert. Anders kann ich es nicht nennen. Ja, lasst die doch jetzt sterben, Mann, damit wir jetzt hier endlich wegkommen. Guckt euch das an. Was ist das? Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache Blitzpulver. Jetzt setzen sich alle hin, quasi, die mir feindlich gegenüberstehen. So, ich kann leider diesem Gespräch nicht beiwohnen. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Hier, was ist das? Ist das ein feindlicher Hüter oder nicht? Und er ist unsterblich. Es stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja, ja, vergib sie. Der hat mich gesehen. Aua! Mann, na endlich ist es vorbei. Ist es vorbei? Nein, es ist nicht vorbei. Dem Verhör der Verräterin beiwohnen. Können wir nicht. Hier oben haben wir gerade mal 5 Dutzend und die Neremesen sind zu Tausenden. Und sowohl als auch das Schwarzpulver befindet sich unten in der Kaserne. Dann ist der Krieg von... Nichts ist verloren. Alles, was wir tun müssen, ist die Neremesen wieder aus der... Dass ich wenigstens irgendwas von denen im Gespräch höre. Vertreiben, wie... Und wie genau sollen wir das tun? Indem wir die Feuerspucker mit Zündern und die Neremesen mit Kräuterbällen beschießen? Ihr Elender. Ruhe! Neremesen ist verloren. Aber der Krieg gegen die Hohen nicht. Noch ist das Leucht für ihn. Und das wird es auch bleiben, solange wir den Tempel halten. Junge, wir halten den Tempel nicht mehr. Ist der Numinus.
Wir werden das Leuchtfeuer entzünden. Und dann? Ich glaube nicht, dass Koreth besänftigt abziehen wird, wenn wir die Hohen und damit seinen Aufstieg für immer unmöglich gemacht haben. Wir hören, was die reden. Das wird er auch nicht. Und deshalb werden wir kapitulieren. Was? Es ist die einzige Möglichkeit. Wie ich der Trochessa sagte, diese Schlacht geht um mehr als nur um uns. Wenn wir uns also er will kapitulieren oder so. Ja, würde ich jetzt auch kapitulieren wollen, wenn ich so viele Hütter um mich herum hätte, die mich umbringen wollen. Darf es nicht. Deshalb werden wir den Jungen ausfinden und das Leuchtfeuer entzünden. Bitte? Rede mal lauter! Was? Was soll ich machen? Boah, jetzt rennt so ein Spasti mir hinterher, ey. Idiot. Oh mein Gott. Halt deine Fresse endlich, Mann. Halt deine Scheißfresse. Ich hoffe, du bist sterblich. Natürlich ist er unsterblich. Natürlich ist er unsterblich, Mann. Ich bin... Ihr seht, ich bin langsam wirklich angepisst. Was soll das? Das ist nichts als verblendete Schlechter. Und wir sind mehr. Aber ich werde euch nicht aufhalten. Sobald das Leuchtfeuer entzündet ist, steht es euch allen frei zu Mann, gehen. Thilo, hör auf zu labern. Verteidigen, während wir den Numinus suchen und finden. Für den rechten Weg! Magister, habt ihr das Wort der Toten? Ja. Hast du das Wort der Toten? Da kommt schon wieder diese Aber wie wollt ihr von hier aus in die Unterstadt gelangen? Das überlasst mir. Kommandantin, versammelt die verbleibenden. Ich werde eine Ansprache halten. Junge, du willst jetzt noch eine Ansprache behalten? Ich kann nicht mehr. Ist es vorbei? Wow. So. Ich soll Thilo Arendtis Rede beiwohnen. Das mache ich in der nächsten Folge, denn ich bin völlig fertig. Wer es durchgehalten hat bis jetzt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.